Moin, moin. Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen hier, ne, zu einem weiteren Video bei Bobbleberg auf dem Kanal. Wo sind wir? Richtig. Natürlich. Auf dem Steindamm. Oh, oh, moin, moin. Wir sind auf dem Steindamm. Na, guck mal, was die Möwen da machen. Ne? Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Meine Güte. Und wir zwei sind schon wieder auf vier Beinen unterwegs. Wir suchen ein Auto. Aber erstmal wollen wir frühstücken gehen. Wir müssen einmal da. Ja, gut, du kennst dich hier aus, ne? Ja. Ich kenne mich hier aus. Ja. Wie mein Wohnzimmer ist das. Und irgendwann werde ich mich dann für irgendwas entscheiden. Wann und wie? Was wird da hingeschmissen? Was ist hier los? Weiß ich auch nicht. Müll entsorgt, oder? Bin ich auch drauf hier? Du bist die ganze Zeit drauf. Viel Spaß mit dem Video, Leute. Ganz viel Spaß. Es gibt doch einfach nichts Schöneres als Menemen und Alco Performance am Frühstückstisch. Oder bin ich ein Traum? Guten Abo, ne? Gerne mal bei Alco Performance vorbei, da hat sich ein Maserati gekauft. Und für dieses Video würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. So, das Frühstück liegt schwer im Magen, aber wir sind trotzdem natürlich für euch auf den Streets unterwegs, ne, und gucken wieder, was es so gibt hier. Auch mal andere Ufer entdecken. Und da ist mir dieser schicke M4 auf den Monitor hier gelaufen. Vor den Monitor, vor die Linse gesprungen, wie auch immer. BMW M4 Coupé, erste Hand, Carbon, LED, alles dabei hat er, ne? So sieht er aus, weiß. Keine Ahnung, von M4 wirklich gar keinen Plan. Ich weiß nur, dass die einen 3 Liter haben. So schnell geht's im Schnitt, ne? Oh ja. Da sind wir. M4 Coupé, erste Hand, 45 auf der Uhr. Ist der Preis hier, 55. Steht sehr gut da, wir können da mal reinschauen. Passe ich da überhaupt rein? Weil das ist natürlich was ganz anderes als ein GL. Das sieht echt klein aus auch. Also. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes als ein S8 natürlich oder als ein GL. Deutlich kleiner. Ich habe eigentlich ja was gesucht, was auch gemütlich ist. Und das finden wir jetzt mal heraus, ob das überhaupt gemütlich ist. Jetzt. Ja. Schauen Sie hier. Schwing ich mal rein. Oh, nur bis 1,60. Das geht nicht. Also die Wangen hier, das merkt man sofort, ist halt ein sportlicheres Auto, ne? Also mein dicker Popo, der steht hier direkt drüber. Schon, das rutscht hier gleich kaputt. Der Wagen ist ja gar nicht so klein, aber es ist einfach, weil du hast ja nicht mal eine Tür hinten, sehe ich. Also das ist ja sogar... Das ist ein Coupé, ne? Das ist ein Coupé, ne? Das haben Coupés so an sich. Und das ganze Interieur. Also ich würde gut reinpassen wahrscheinlich. Ja, was sagst du zum Interieur? Du passt da besser rein auf jeden Fall. Das Interieur ist natürlich ein Dreier BMW, ne? Ist so ein bisschen langweilig, ne? Oder? Ja, sehr aufgeräumt. Nicht ganz so viel Knöpfe wie beim S8 zum Beispiel. Aber was ich schon mal geil finde, muss ich sagen, guck dir mal den Start- und Stopp-Knopf an. Warte mal, gib mal her. Das ist schon sportlich, ne? Finde ich geil, dass der so rot ist. Das sieht schon so aus, wie wenn man so ein Ferrari starten will. Ja, was richtig Besonderes startet, ne? Die Sitze finde ich auch geil. Das ist hier übrigens beleuchtet hinter dir, ne? Echt? Das M4-Zeichen, ja. Drück mal. Oh, ja. Mega geil. Guck, auf dem Beifahrersitz auch, ne? Ja. Schwarzer Himmel, kein Schiebedach. Ist auch besser so, ne? Nicht, dass da nachher die Dichtung noch porös werden. Und dann hier aber wieder, ne? Die kleinste Violine der Welt. Das kostet richtig. Die kleinste Violine. Ja, mein Liebling ist wieder mit dabei, ne? Oh, ah, mein Karton. Ich will eigentlich nur mal kurz hier die Zündung machen. Baujahr weiß ich gar nicht, ich glaube 2019 oder so. Also alles. Ach, das Geräusch habe ich vermisst. Danke. Relativ modern natürlich, 13 Liter Durchschnittsverbrauch. Das ist natürlich nix, ne? So einer dicken Maschine. Mhm. Apropos Maschine, da gucken wir jetzt mal kurz rein. Was war das denn? Ich fühle mich ein bisschen wie bei Det Müller gerade. Jetzt kommen wir im Check. Wo man einen richtigen Autoprofi drin erkennt. Na? Wie geht bei diesem Fahrzeug die Haube auf? Ja. Und, na, wie geht sie auf? Keine Ahnung. Ist immer hier dasselbe mit diesem. Oder habe ich nicht wirklich gezogen? Doch, das Ding ist doch auf. Schneide ich alles raus. Schneide ich alles. Das ist so peinlich. Macht das wieder zu voll. Ah. Weil ich nämlich mit fremdem Eigentum ganz vorsichtig umgehe. Guckt euch das an, wo gucken wir hier drauf? Richtig schön Carbon, Forged Carbon. Das ist geil, wie die Strebe. Sieht geil aus, ne? Aber mehr ist es dann auch nicht, außer eigene Strebe, ne? Sieht total verwachsen aus, das Ding, ne? Reiko, schreib mal in die Kommentare, was würdest du da machen? Sieht aus wie so ein kleines Krebsgeschwür. Ne? 6 Zylinder, ne? Die gehen brachial nach vorne. Wie viel PS hat er? 455? 431 PS. 431 PS. Oh, Serie. In so einem kleinen Stuhl. Und da geht bestimmt noch was, ne? So ein M4 sieht ja von hinten schon ganz geil aus eigentlich, ne? Ja. Und dicken Arsch. Und man muss sagen, Preis-Leistung, wenn wir das mal vergleichen mit C63 oder es gibt noch RS5 und so weiter und so fort, ist er immer mit der günstigste. Bin allerdings auch noch nie eingefahren. Aber was ich mir vorstellen kann, BMW ist auf jeden Fall, steht dafür, dass es immer so am sportlichsten ist und am biestigsten, ne? Also den muss man handeln. Den muss man im Griff haben. Ne?
Der geht hinten schön gut ist weg. Ist eine Driftmaschine, sag ich dir. Aber das soll ja auch ein Familienbomber werden, ne? Oh, ist denn hinten genug Platz für den Kinderwagen? Da schauen wir jetzt mal nach. Gar kein Problem. Da merken wir wieder, dass wir im Dreier-BMW sind, ne? Ah, wo ist denn der Knopf? Ja. Den musst du noch von Hand. Den musst du noch von Hand schließen. Wolltest du noch mal starten? Ich weiß nicht. Ich will den jetzt einfach anmachen, ohne dass... Nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Seht ihr mich in so einem Stuhl? Ich wollte einfach mal mir was anderes angucken, was ich noch nie gesehen habe. Wie ich schon vorhin meinte, andere Ufer, ne? Beschwimmen. Und so sagt man das. Top, sauber, gepflegt aus. Ist wirklich wie Neuwagen. Hat auch erst 40.000 gelaufen, aber vom Zustand her. Ja. Schreiben wir uns auf einen Zettel, ne? Bin übrigens hier bei Carmox, kennen bestimmt die einen oder anderen. Ich glaube, das ist eine Kette. Sieht man das irgendwo da? Mal auf dem Schild, da steht das. Ein paar Kennzeichen sind hier mit Carmox, ne? Wir sind weg vom M4. Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare, ob ihr sowas gerne sehen würdet. Jetzt geht es wieder ein bisschen bequemer zu. Und es sind wieder vier Ringe mit dabei. Wir haben ein Audi SQ7. Gelaufen hat der Wagen 90, 435 PS. Der einzige Unterschied zu den anderen Fahrzeugen, die wir uns bis jetzt angeguckt haben, ist ein Diesel. Auch wieder in Grau, genau wie der S8. Da fahren wir jetzt mal hin, gucken uns den an. So Leute, da sind wir, ne? Die Welt des Internets macht es möglich, das ist so schön. Es ist so schön. 7. Hier schon so ein bisschen sportlich, ne? Vorne schwarz, schwarze Ringe, dicke 22 Zoll Felgen drauf. 58 steht drauf, 59 sogar, ne? Wollen sie haben. 720 im Monat. Kann man sich natürlich auch schön reden, das Ganze. Panoramadach. Navi hat er sogar. Das ist auch schön. Navi hat er sogar. Head-Up-Display und Matrix-Scheinwerfer L. Ich weiß nicht, wie was das L steht. Schreibt es gerne in die Kommentare. War wahrscheinlich kein Platz mehr. Wahrscheinlich Matrix-LED, ne? Das kann es sein. Wir sind übrigens bei BMW und gucken uns ein Audi an. Das ist eine Entzahlungnahme. Ja, so sieht das Ding von innen aus. Ziemlich sportlich hier. Ne? Auch so mit Carbon. Ein bisschen wie beim S8. Ich glaube, den Schlüssel haben sie jetzt gerade wieder mitgenommen. Aber hier fährt auf jeden Fall so ein Display raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde, dass der ein bisschen wenig Ausstattung hat. Film mal da zum Beispiel die Sitzverstellung. Es gibt die auch, wo das hier beledert ist und sowas. Das hat er alles gar nicht. Also da ist auf jeden Fall noch viel Spielraum. Sitze finde ich prima. Geil. Ja. Beim S8 fand ich sie noch ein bisschen, einen Ticken besser. Ja, ist natürlich wieder dieses Gefühl wie beim Cayenne damals. Erhaben, ne? Mhm. Sitzt da der Presi. Der Presi. Sitzt sich schon schön. Also sitzt sich natürlich auch tausendmal geiler als in dieser Klapperkiste da eben, ne? In dem M4-Ding. Hier, ich weiß gar nicht, was man hier mitmachen kann, ne? Das ist, Mauspad. Das ist, ja genau, das ist quasi zur Bedienung vom MMI. Ja. Und dann haben wir hier noch das kleine Rädchen. Wir haben hier schon so ein digitales Cockpit, das ist natürlich neuer als beim S8. Ja, das finde ich ja geil. Das ist schon schön, ne? So digital. Ja, das ist ganz geil. Das Ding finde ich auch schick. Haben die echt schön gemacht. Es hat halt immer so ein bisschen diesen Flugzeugcharakter, ne? Dass man jetzt hier das den A380 nach oben schießt, nach oben katapultiert. Phaeton hat das ja quasi auch schon so gemacht, ne? Nur dass das hässlicher ist, indem die das lange Ding hier haben. Ist noch mehr Flugzeug-like. Ja, das ist schon ein bisschen extrem, ne? Ja, das sieht einfach nicht geil aus. Fötus. Erobert mein Herz ja immer wieder. Bose Hypnose. Guck's dir an. Richtig schön basslastig, die Anlage. Kannst du richtig schön aufscheppern. Und, ja, einen schwarzen Dach. Schwarzen Dachhimmel. Schönes Panodach. Und was man auch sagen muss, was geil ist, der Rückspiegel, ne? Das ist einfach so ein Invisible-Spiegel, wie so ein Fernseher ohne Rahmen gibt es ja heutzutage genau. Auch. Sieht einfach modern aus. Finde ich ganz geil. Also das Auto... Audi weiß, was sie machen. Muss ich sagen, wenn das jetzt noch ein bisschen mehr Ausstattung hätte, wäre der bei mir wirklich ziemlich hoch im Kurs. Mhm. Diesel mit Power, ich fand den Cayenne ja auch so geil eigentlich. Bin manchmal auch traurig, dass ich den weggegeben habe. Das war natürlich so aus YouTube-Gründen. Hier ist der gute V8 TDI. Ist wirklich ein geiler Motor. 435 PS, also über 400 PS. Der Cayenne hatte 390, bin ich der Meinung. Ja, da muss noch mal ein bisschen mehr rausgeholt worden sein. Aber ähnlicher Motor so, ne? Auch gut verpackt hier, ne? Ist sehr gut verpackt, ja. Das sieht auch wild aus, ne? Sehr sieht schon so aus wie so ein Marder-Schutz oder so, habe ich auch noch nie so gesehen. Ja, alles klar. Denken wir nochmal drüber nach, ne? Ja.
So Leute, es geht weiter. SQ7 habe ich abgehakt, finde ich nicht verkehrt. Auf jeden Fall besser als den M4. Und jetzt würde ich mein Herz nochmal höher schlagen lassen. Hier, alles Gute kommt zum Schluss, sagt man ja immer, ne? Land Rover, Range Rover, 4-4er V8. Diesel. Das ist natürlich eine richtig fette Kiste. Das ist sogar schon der neuere. Guck mal hier die Bilder, ne? Mit dem neuen Display hier und so. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann auf der Kamera. Ja, hat schon ein bisschen was gerudert. 120.000. Einfach mal, um ein Gefühl auch für Range Rover zu bekommen, gucken wir uns dieses Auto jetzt einfach mal an. Und wir sind quasi auch schon da. Ne? Da sind wir. Jo. Grüß dich. Jo. So. Hallo. Moin, moin. Da steht er, ne? Oh, schön. Ja. Auch wieder grau. Ich hab's irgendwie jetzt mit dem Grau hier, ja, in letzter Zeit, ne? Ist schön. Übrigens, hier steht noch so ein Cayenne Coupé. Ist auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Mag ich leiden. Die sind auch ein bisschen teuer, ja, so wenn man okay. Da was Vernünftiges haben will. Ich glaube, ne? Das ist ein, mit einer kleinen Maschine. Wir konzentrieren uns hier auf unseren Range Rover, Land Rover. Macht auf jeden Fall einen fetten Eindruck, ne? Riesenteil, ne? Einfach. Man immer hier die ganze Silhouette. Ach, das raus. Kriegst du so nicht rüber. Das Ding ist so riesig, Alter. Ja, auf Bildern sehen die immer ein bisschen kleiner. Guck mal, der Mini aus. Dagegen. Und das ist noch ein langer. Aber wie wir hier sehen, da hat er schon mal irgendwie einen mitgenommen, ne? Mhm. Und die Felge plus Reifen, also ich denke mal, der ist mal kurz am Handy gewesen. Und den hier, ne? Und dann irgendwo gegen. Man kennt's, ne? Auch hier so ein bisschen was. Na, überall so ein paar Lackspuren irgendwie, ne? Sieht man das hier? Ja. Hier ein über. Ja, und ganz komisch, hier hinten hatte ich schon gesehen, ne? Ja, das sieht wirklich so aus, als wenn jemand getankt hätte und dann ist er mehrmals irgendwie abgeflutscht oder so abgerutscht, ne? Aber leider haben wir jetzt noch keinen Schlüssel, der Verkäufer ist irgendwie gerade weg, aber den werden wir vielleicht ja gleich antreffen. Ah, die Sitze hinten sind ja schon heftig, oder? Es ist wie ein Sofa. Hinten sieht echt auch richtig bequem aus. Ja, das ist ja krasser, wie alt in der S-Klasse. Wie alt ist auch gut. Wie alt. Nico sich wieder freuen. Wie alt. Wie alt. Als wie. In der S-Tonne. Also die Sitze und der Komfort. Ich bin ja schon mal mit so einem Ding durch Rumänien gepeitscht. Ne? Auch, das ist glaube ich nicht das Baujahr gewesen, das war ein Modell davor. Ziemlich komfortabel das Ganze. Also auf jeden Fall auf S-Klassenniveau. Und du hast halt noch dieses Erhöhte. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen komfortabler, finde ich. Ja. Ich mag die Rückleuchten hier. Hier da auch eine kleine Beule, sehe ich gerade. Und eine Welle, besser gesagt. Ne? Für die Profis. Aber generell, muss ich sagen, tönt mich die Karre jetzt einfach nur mal rein vom Optischen. Schlägt da mein Herz am höchsten von allen Autos, die wir uns bis jetzt angeguckt haben. Da sehe ich dich auch drin, ne? Der ist schon echt mächtig, ne? Jetzt stell dir den nochmal vor, komplett schwarz folieren lassen. Oder mattschwarz. Oh, mattschwarz. Ja. Oh ja. Oben lässt du ihn schwarz. Ja, das genau, ist ja hier eh schon alles so glänzend schwarz. Ja, ja. Die Hälfte machst du mattschwarz. Die ganzen Leisten und so, die machst du wieder glänzend schwarz. Und dann machst du den hier auch noch glänzend schwarz. Hier diese Haifischflosse. Und dann Junge, hast du ihn, ich hier gerade ein Bild im Kopf, ey. Alter. Dann ist das Ding und die Felgen natürlich auch schwarz. Ja, dann genau. Ist das ein richtig heftiges Auto. Ist jetzt nicht, dass ich das erfunden habe, das Design. Das habe ich schon ein paar Mal öfters gesehen. Aber ich finde das richtig heftig, weil das Ding auch so ein Bär ist. Ne? Ja, das ist Ding. Das kommt überhaupt nicht rüber auf Kamera, wie riesig das Ding eigentlich ist. Ja, wenn du davor stehst, ist es wirklich. Also der Porsche ist Lütt dagegen. Ja, muss ich auch sagen. Ja, ist er wirklich. Echt ein heftiger Ballermann. Wollen wir noch mal ein bisschen warten. Ne? Vielleicht können wir ja noch mal reinschauen. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe den Verkäufer jetzt noch ein paar Mal angerufen. Leider hat niemanden erreicht. Keine Ahnung, der war noch eine Minute vorher da, dann ist er auf einmal weg gewesen. Aber ich habe auch nicht vorher angerufen, das heißt, alles gut. Ne? Kann passieren, kann sein. Ich hätte natürlich jetzt gerne ein bisschen ein Gefühl nochmal für den Innenraum bekommen, weil ich muss sagen, beim Range Rover kommt es natürlich auch auf die inneren Werte an. Der Innenraum ist schon bombastisch bei den Fahrzeugen. Finde ich richtig geil, gefällt mir gut. Man will das ja auch mal ein bisschen anfassen können. Ne? Schreibt gerne in die Kommentare. Wir haben uns jetzt 5 Kisten schon angeguckt. Ne? Ich habe mir schon off-cam auch noch ein paar angeschaut. Wenn ihr weiterhin wollt, dass ich euch mitnehme hier bei der Projektsuche, ne, dann schreibt das doch auch gerne mal rein. Ich finde das immer ziemlich spannend. Ich mache die Videos, wenn man sich Autos anguckt, da passiert immer irgendwas Cooles, was Spannendes und ist genau das, was ich mache. Ne? Autos angucken. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Gerne ein Abonnement, ist ganz kostenfrei und Taverne bei Thomas. Sahne, Torten, Eis.